Hallo Kinder, hier ist wieder Ralf, euer Geschichtenerzähler. Und heute habe ich ein besonders schönes Buch vom Rostocker Hinsdorf Verlag. Es ist eine Geschichte von Franz Fühmann mit ganz tollen Bildern von Christina Andres. Und es heißt Am Schneesee. Allerdings, Kinder, das klingt ein bisschen komisch, ja ein bisschen merkwürdig. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Es war einmal ein See, der war immer, immer voller Schnee. Darum nannten ihn die Leute nur Schneesee. Um diesen Schneesee wuchs Klee. Der Schneeseeklee, der wuchs rot und auch grün und darin äste ein Reh. Das Schneeseeklee-Reh und dieses Schneeseeklee-Reh wurde von einer Fee geliebt, die fast so schön war wie Scheherazade, der überaus anmutigen Schneeseeklee-Reh-Fee. Seht ihr, da sitzt die Fee mit ihrem Reh am See voller Schnee. Diese Fee hatte, ja, wie alle Feen dieser Gegend, 66 Zehen, 65 zum Gehen und einen zum Drehen. Und dieser 66. Zeh war natürlich der Schneesee-Klee-Reh-Fee-Dreh-Zeh. Zehen drehen machte der Fee nämlich schrecklich viel Spaß. Doch einmal, Kinder, einmal drehte die Fee im Übermut ihren Zeh zu sehr. Und da tat der Dreh-Zeh schrecklich weh. Seht ihr, da ist der Zeh, ganz dick und rot. Zum Glück wohnte am Schneesee eine weise Frau. Die weise Frau, eine Heckenhexe, mit zwei schrecklichen Hackenhaxen, hockte gerade vor einer Hucke Kräutern, als die kleine Fee angehumpelt kam. Guten Tag, beste Heckenhexe mit den Hackenhaxen. Guten Tag, nette Schneeseeklee-Reh-Fee mit den 66 Zehen. Doch, oh, was sehe ich? Du humpelst? Was hast du denn? Da antwortete die Schneeseeklee-Reh-Fee: Schneeseeklee-Reh-Fee-Zeh-Weh. Meinte die Hexe. Geh-Zeh-Weh oder etwa Dreh-Zeh-Weh? Dreh-Zeh-Weh. Schaut, da sind beide und gucken sich den kranken Zeh an. Dann ist es nicht so schlimm. GCW ist zäh und hält sich. Doch DrehCW kommt und vergeht je. Und wodurch vergeht es? Ha, klar, natürlich. Durch der Heckenhexe herrlichsten Tee. Den hellgelben Schneesee-Klee-Reh-Fee-Dreh-Zeh-Weh-Tee. Und einen solchen hellgelben Schneesee-Klee-Reh-Fee-Dreh-Zeh-Weh-Tee werde ich dir jetzt brauen. Die Heckenhexe mit den Hackenhaxen nahm Blätter von 7x7 Bäumen und Blüten aus 7x7 Träumen und brachte sie mit Milch aus 7 Eutern
und Wurzeln von 7 Kräutern zum Schäumen. Und als der Sud sich abgeklärt hatte, wallte im Kessel der hellgelbe Tee. Oh, boah, Kinder, wenn der nicht bitter schmeckt. Aber schaut, schaut, die Hexe, die braut im Kessel den hellgelben Wehtee. Trink das aus, nette Schneeseeklerefee. Auf einen Zug, beste Heckenhexe? Auf einen Zug, klar, nette Schneeseeklerefee. Da trank die Schneeseeklerefee auf einen Zug den Schneeseeklerefee Dreh-CWT-Kessel aus. Und als der Schneeseeklerefee Dreh-CWT-Kessel ausgetrunken war, hatte der hellgelbe Schneeseeklerefee Dreh-CWT das Schnecken, das Schneeseeklerefee Dreh-CWT aus dem Schneeseeklerefee Dreh-CWT der Schneeseeklerefee-Fee weggehext. Und da stieß die glückliche Fee ein lautes Juche aus, das rings durch alle Wälder schallte. Och, oh nee, Kinder. Immer dieses E und E und E. Oh, aber ihr wollt wohl etwa noch mehr davon hören, was? Na schön. Ich danke dir, beste Heckenhexe. Ist schon gut, du nette Schneeseeklerefee. Nun dreh aber nicht mehr so toll deinen kleinen Drehzeh. Ich werde es bedenken, beste Heckenhexe. Lerne, lerne nur, nette Rehfee. Schaut, Kinder, und da verabschieden sich beide. Und die Fee war geheilt. Und die Schneeseeklerefee lief auf ihren 65 Schneeseeklerefee-Gehzehen von der Heckenhexe mit den Hackenhaxen in der Hocke vor der Huke in den Wald zurück und freute sich ganz toll, dass das brennende Schneeseeklerefee-Dreh-CW durch den hellgelben Schneeseeklerefee-Dreh-CW-Tee aus dem Schneeseeklerefee-Dreh-CW weggehext war. Und sie lachte und klatschte in die Hände und freute sich und streichelte sacht mit ihrem 66. Zeh, ihr wisst ja, dem Dreh-Zeh, das Schneeseeklere im Schneeseeklee am See voller Schnee. Oh, Kinder, jetzt ist die Geschichte aber wirklich zu Ende. Hey, 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 Punkt. Tschüss, euer Geschichtenerzähler.